Ich habe einen Hubschrauber, ich habe einen Hubschrauber und mit dem werde ich jetzt dahin fliegen, was ich in der vorletzten Folge geragequittet habe, diesen Quest. Da 2, 3 Kilometer in die Richtung. Und zwar werden wir das nochmal probieren. Da sollen wir ein Auto entführen und zu unserer Werkstatt zurückbringen. Keine Ahnung wofür, aber wir werden es tun. Und weil wir jetzt einen Hubschrauber freigeschaltet haben, werden wir den auch dafür benutzen. Kann man den anpassen? Was kann man denn da anpassen? Voreinstellungen, was denn für Voreinstellungen? Aha. Ja, ist ja schon mal schön hier. So ist schon mal schön. Preis. Das kostet ja Geld. Seid ihr närrisch? Lack. Karosseriefarbe, Aufkleber, Karosseriemods. Oh. Ergänzungen. Was haben wir denn da für Ergänzungen? Also ohne sieht er so aus. Mit sieht er so aus oder so. Was ist der Unterschied? Achso, der hat zwei Tanks hinten dran. Sieht natürlich viel besser aus, aber kostet ja Geld. Warte mal, das lassen wir jetzt erstmal. Das ist ja unglaublich. So, wir fliegen ihn erstmal. Ich würde sagen, wir passen dann den an, der vielleicht auch besser ist. Also der vielleicht auch ein paar Waffen hat. Der hat ja gar keine Waffen hier. So, komm rüber hier. Bin ich mit dem Ding jetzt eigentlich schneller? Da unten ist ein Boot. Da bin mir gar nicht mal so sicher, ob ich damit schneller als mit dem Auto bin. Aber wir. Ja, doch, gewirkt. Also gefühlt schon. Gewirkt und gefühlt doch, ja. Ja, wir haben im Heli da. Oh, was machen die da unten? Ein Jetski-Rennen. Wie schön. Man kann ja aber auch nicht rausschießen, ne? Ich sag mal, kann man da oben drauf landen? Probieren wir demnächst aus. Jetzt fliegen wir erstmal zu dem Auto da. Hier sind wir beim Daily Planet. Gleich kommt Superman um die Ecke. So, das geht doch viel besser als mit dem Auto. Jetzt landen wir hier artig, holen uns das Auto, lassen uns wieder umbringen, Rage quitten wieder und dann habt ihr wieder mal eine Menge Spaß. Hoppala, sag mal, bist fest. Hoppala. Meine Güte, du hör doch mal auf damit. Ich sollte hier landen. Ich sollte aufhören mit dem Murks. Raus da. So sagte ich. So, auf ein neues. Ja. I'll take this over to JR. Nein, es geht schon los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Na, dass man so, wie unangenehm, mit mir den Halt verliert. Ich fahre jetzt ein Offroad-Rennen. So, weg da. Ja. We don't move. Was ist das jetzt? Ach, jetzt habe ich falsch Knopf gedrückt. Ah, da steht nicht schon wieder dieses blöde Fass. Ich habe ein Fass, jetzt möchte ich reisen. Another one down. Nein! Was meint er mit another one down? Ach Gott. Mach das Ding weg. Jetzt habe ich schon wieder die. Ich habe schon wieder die komische. Ist egal. Wie funktioniert. Ich war das nicht. Okay, es explodiert auf jeden Fall etwas. Das ist immer gut. Herr im Gütigen, wo bin ich jetzt hin? Platz da. Platz da. Ich muss mit meiner Abrissbirne hier durch. I feel like a wrecking ball. Kann das bitte abmachen? So, platt da. Ich fahre einfach mal auf der Gegenfahrbahn, wird bestimmt besser sein.
So, Platz. Ich muss hier durch. Da ist was explodiert. Das ist immer gut. Ja, fahr in den... Fahr in die... Warte mal, wo muss ich da vorne hin? Ich sehe nichts. Platz da. Aus dem Weg. Kannst gleich mal links abbiegen. Warum stinkt so? Ach, die Katzen waren auf dem Klo. Alles klar. So, da. Wohin? Dahin? Links, rechts, da. Alles gut. Sind ja nur noch 1400 Meter. Ohne Witz, das ist so eine... Jetzt klingelt das Telefon, haben wir keine Zeit für. So. Da lang. Unglaublich. So. Alle, die hier wohnen, haben einen Schlüssel. So, haben wir den abgedrängt? Ja. So, wie viel Meter? 400, 300 Meter noch. Komm, du schaffst das. Ich bin überhaupt nicht under arrest. Ich bin genau richtig, ja. Ich kann gleich... Nein! Das darf doch nicht... Ich hasse euch! Und dich hasse ich auch. Dich auch. So. So, jetzt gehe ich an die Tür. So, da bin ich wieder. Das war das zweite Mal, dass mir die Typen blöd gekommen sind. Oder die Frauen, ist mir egal. So, wird so ein Running Gag. So, rüber da. Nein. Ich muss hier, okay, wir haben beschlossen, wir müssen hier weg. Komm, rauf da. Platz da. Weg, Dickerchen. So, wir machen mal ganz kurz hier einfach den nächsten Auftrag. Ich mache jetzt immer einen Auftrag und dann versuche ich dieses Ding nochmal. Was? Idols Bedrohung. So. Ja, hier, komm, annehmen. Wo muss ich hin? Hey, man. Busy tonight? Triff dich bei der Kirche. Juhu! Habt ihr diesen Trip gesehen? Platz da! Okay, wir sind unterwegs zur Kirche. Wie oft muss ich dieses Rennen... Das ist das zweite Mal, dass ich kurz vorher das Auto in die Luft gejagt habe. So, kann nämlich mit dem kleinen Motorrad das dicke Auto wegrammen. So sieht es nämlich aus. Halt, warte mal, fahren wir doch hier lang. Auf der Kirche rauf. Hoppala, da ist er. Komm, das ist eine... Hui! Oh Gott. Steig ab. Siehst du, so leicht wird die Polizei los. Fährst einfach in eine Kirche rein. Die dürfen nämlich nicht über die Schwelle treten. So. Jetzt ist er... Keine Ahnung. Ist er gestolpert. Mann, wie oft muss ich diesen Quest noch machen? Wer war das nochmal? Ach so, hier, der Kevin. Nee, hieß er so? Was hat der für ein riesen Smartphone? Oh, 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 Kevin, pass auf, da hinter dir, da sind die. Ja, zumindest hat er einen mitgenommen. Und wir haben jetzt einen Sprung im Monitor. Ich krieg die Krise. Der nächste, der da ist. Heute ist Tag der offenen Tür hier. So.
You just waking up? Telenovela binge last night. Kev was supposed to join, but he stood me up. That doesn't sound like Kev. Plus, he left his inhaler here, and he's not answering my texts. You think he's okay? I'm sure he's fine. I can run the inhaler to him just in case, without interrupting anything. I hope. Finde Kevin. Gut, dann finden wir halt Kevin. Lass mich mal durch hier. Warte mal, irgendwie konnte man tanzen. Ging das so? Oder so? Oder so? Oder so? Oder so? Oder so? Nein, so auch nicht. So nicht. Egal. So, wir finden Kevin. Kevin. Maybe he's back with Tattoo Mom again. Oh, I liked her. I know, right? Warum suche ich alleine nach Kevin? Wir wissen es nicht. Come on, Kevin, pick up. Yes? Oh, hey. You're not Tattoo Mom. I was looking for Kevin. Yeah, man, Kevin is, shall we say, a little tied up at the moment. Wow. Okay, I did not need that detail. I'm just gonna drop this off. Sie haben Kevin entführt. Die Schweine. Wohin jetzt? Da lang. Ich musste mich erstmal driftend entscheiden, wohin wir überhaupt fahren. Ah, da ist es. Oh, das Titty Twisters. Nee, es ist das Snake Oil Island. Fast das Titty Twisters. Wie komme ich denn hier raus? Sag mal, Junge, was machst du hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, das machst du jetzt nicht. Lass das Ding stecken. Kevin! Where the fuck is Kevin? Was ist das? Irgendwie bin ich gerade nicht durch die Tür reingekommen, obwohl ich eigentlich supposed Kevin to do so. So fuck up. Okay, Kevin ist nicht hier. Wo ist Kevin dann? Fuck you, Saint! Fuck you, Saint! Wo ist Kevin? Der nächste. Ja, Kneipenschlägerei. Blauhead. Wen boxst du denn da? Da ist niemand. Der liegt ja schon tot rum. Kann ich eigentlich meine Waffen ziehen? Nein, kann ich nicht. Warum auch? Kann ich meine... Ja, das kann ich. Interessant. Wo ist Kevin? Immer in die Haselnuss. Fühl mich wie Bud Spencer. Rüber da. Warte mal, haben wir nicht noch was? Warte mal, wir haben noch so ein... Nee, das war falsch. So. Can't anyone answer a simple question? Ich glaube, sind alle groggy, oder? That's Kevin's ringtone. Kevin's ringtone. Warte mal, dann ist Kevin... Dieser Tisch hier. Nee, da liegt sein Handy. Kev, finally. It's me, Eli. The idol's got Kevin. Shit. All right, I'll track their socials and see what I can find. Great. I'll work the problem from my angle. Wo ist denn jetzt Kevin? Warte mal, da sind noch mehr Leute, ne? Schieße, bis jemand redet. Okay, kann ich gut. Schieße, bis jemand redet. Hui! Ich schieße, bis jemand redet. Was fliegt da in der Gegend rum? Oh Gott, ein Bass? Hilfe! Die explodieren doch irgendwann, oder? Komm mal her, mein Freund. We'll never tell. So. War das alles? Ich will mal das neue Ding probieren. Das Sniper-Gewehr. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ach, komm doch mal her hier. Rüber da, so. Schieße, bis jemand redet. Ich bin ja dabei, aber da redet noch keiner. I still need one to interrogate. Genau genommen ist jetzt niemand mehr da, der reden könnte. You gotta go. No, I'll get you in. It doesn't have to be a date. Schönes Motorrad.
Someone's in there. Yes, I'm on the can. So? Idol in der Toilette. Someone in here! Fuck off! Können wir ihn nicht einfach... Ich hab da eine Idee. Genau die Idee hatte ich gerade. Komm, wir ziehen ihn ein bisschen. Wo fahren wir jetzt hin? Komm, wir fahren ein bisschen spazieren. I'm gonna play wrecking ball with your camp until you tell me where Kevin is. Fuck you! Let me go! Whee! I'll let you go as soon as you talk. So, warte mal, wir sollen da irgendwo reinfahren. Verwüste das Lager der Idols mit der Toilette. Mit Kevin in der Toilette. Nee, das ist ja nicht Kevin. Ja, wo ist denn das Lager der Idols? Stillhalten. Was ist das hier? Was macht denn der Ball hier? Verwüste das Lager der... Wie soll ich es denn verwüsten? Achso, indem ich hier... Ah, so. Ja! Ist aber ein großes Lager, möchte man sagen. So. You don't so much right now. Ich hoffe, in den Zelten ist keiner mehr drin, liebe Kinder. Ikonische Fähigkeit freigeschaltet. Ja. Kugel aus Kette. Ey, was? Ja, die Fähigkeit habe ich gesehen. Das war diese dusselige. Dieser Wrecking Ball. So, hier nochmal lang. Mit der Toilette im Schlepptau. Sehr gut. Hat der gerade gekotzt? Just so you know, I still got half a tank of gas. Keep this up. Hui. Schlitter, komm, wir die seine Toilettenkollegen hauen wir auch noch weg. Sag mal, wie viel hat's denn hier? Aber da hinten sind noch ein paar Zelte. Und Shepard. You don't have anything I want except Kevin's location. So. So. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Warte mal, aber wir sind noch nicht fertig. Wie kann das sein, dass die Zelte respawnen? So. Verwüste das Lager, der habe ich doch schon gemacht. Achso, ich bin, warte mal, ich muss noch. Hier müssen wir noch hin. Oh, da ist die Polizei. Wie schön. Begib dich zu irgendeinem Schriftzug, soll ich mich begeben. Okay, wird Zeit, dass wir hier uns hier verdünnisieren. Wo muss ich hin? Da lang. Eli, you pick up anything on the socials? Ist der tot? Weiß ich nicht, das noch Ball. Boing. Let me guess. Mansion by the Santo Ileso side. I'm headed there now. The collective is behind it. You might need backup. Kev's all the backup I'll need. All right. Bring him home. Kevin, wir retten dich. Kur. This city will be cleansed. Nah. Nothing's getting between me and Kevin. Warum schießt denn der nicht? Achso, weil ich diesen blöden Wrecking Ball da. Yeah? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir fahren jetzt einfach mal dahin, wo wir auch hin wollen. Ist schon wieder eine ganz schön lange Tour. So. Come on, faster, faster. Einmal elegant driften, bitte. Ich sehe gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Rechts. Hau hoch! Ja, tut mir leid, ich hab grad kein. Was ist das hier für eine Ansammlung? I'm coming. Nein. Fall halt in die andere Richtung. Warte mal, ich muss mal ganz kurz aussteigen. So. Warte doch mal kurz. Oh yeah. So. Du da hinten, du hast da so ein schönes Auto. Aua.
Schmeiß doch mal ein paar Granaten. Stirb schon. Macht die aber auch nicht, ne? Küsschen, Küsschen, Küsschen. So, in der Zwischenzeit. Boah, Mensch. So. Was war denn? Da ist irgendwas explodiert. Ich muss mal kurz hier weg. Nein. Hui. Aua, aua. Gesundheit, Gesundheit. Wo ist meine Gesundheit? Was ist denn mit ihm passiert? Vor lauter Schreck tot umgefallen. Begib dich. Achso, ich kann ja weiterfahren. Okay, komm, fahren wir weiter. Schöne Musik. Weg damit. Links oder rechts? Geradeaus. Was ist denn das da neben mir? Nicht treffe. So, die hat's erwischt. Huch. Sprungschanze! Da müssen wir lang. Gute Güte. Ob ich noch lebend ankomme, das ist so eine Frage. Ja, sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Du hast mir noch gefehlt, mein Freund. Was? Was für ein Auto? So. Doppelkill. Sieht jetzt noch gut aus? Ja. Nicht hinten drauf. I'm coming for you, buddy. Ist er da oben? Kevin? Kevin, ich komme. Hallo? Warum? So, alle tot, sehr schön. So. Und so. Oh, wie ihr Kollege aber auch zuguckt, während ich das mache, ne? Aua, das hat doch wehgetan. In den Rücken war eigentlich nicht die feine Englische, aber... Kevin? These nut jobs rig bombs all the way up. Was ist das denn? Entschärfen. Okay, remember your martial training. Oh, Hubschrauber. Warum schießt er? Weil er keine hat, Scheiße. Kevin's gonna send a message. Sky high. Da ist Kevin. Look at you, pathetic. Running like a hamster, so intent on the wheel that it never sees its cage. What did she say? Kevin saw the cage once, but he chose to stay nested in his wood chips. Now he pays so. The price. Was hat die gerade erzählt? Irgendwas mit Kevin. He's stuck. Damn it! All out. Kick ihn noch mal. Stick around for the show. Au. So, ist er tot? Ja. Entschärfe die Bomben. Was denn für Bomben? Wir sind keine Bomben. You fuckers think you can stop me now? Och, jetzt fängt sie damit an. Hör auf damit. Lass das. Jetzt macht sie schon wieder. Komm, hör auf damit. Sag ich doch. This isn't over. Ich entschärfe mal ganz kurz die Bombe. Here we go. We can do this. Ist er entschärft? Ja. 2 von 5. Take cover! Über da. Schöne Explosion. Ich hätte ihn in den Hubschrauber schmeißen sollen. Halt kurz still, ich muss das kurz entschärfen. Wow. Wo habe ich ihr hingetreten?
gut. Ich glaube, das tut einer Frau auch weh. Komm mal her. Ich dachte, das wäre was zum Explodieren. Ist es aber nicht. So, warte mal. Wo sind denn die Bomben? Das sind keine Bomben. Das sind auch keine Bomben. Nee, hier ist definitiv keine Bombe. 3 von 5. Zack. So. 4 von 5. So viel Aufwand, nur um Kevin umzubringen. Ist eigentlich ein bisschen übertrieben, ne? Hui. Und du auch. Hier über die Reling. Hui. Sehr schön. Halt, warte mal. Was ist das jetzt gewesen? Komm schon. So. Warum dreht er sich die ganze Zeit nach links um? Da haben wir wieder das Problem mit der Steuerung. Kevin! Over here! Wo denn? Hörst du auf, mit dem Zeug nach mir zu schmeißen? So. Wo ist denn? Nee, das ist... Vorsicht, das ist Kevin. Oh man, am I glad to see you. Da ist noch eine Bombe. Let me deal with this last bomb and we'll get out of here. Damn it. I should have waited for you on the telenovelas. Haben wir es jetzt? Nein. Who killed Corazon? Oh, shit. Her spirit possessed the priest and testified that her... Entschärf das Ding doch mal. Never mind. We'll rewatch them together. Der Hubschrauber da geht mir auf den Trichter. Okay. Erstmal Kevin befreien. There. That's the last bomb. Wow. You saved me. You're like literally my hero. Ich bin dein Hero. Jawohl. Was machen wir jetzt? Down to that mansion and teach those motherfucking motherfuckers what happens when they kidnap a saint. Be the motherfucking way. Kevin ist ein bisschen kaputt, wie man sieht. Platze in die Party rein. Okay. Juhu! In die Party. Warte mal, korrigieren wirst du langsamer und landest. Kontrolle. Hast du das gesehen? Aua, hau auf. Ich werde langsamer und lande. Davon habe ich nichts gemerkt. So. Wer ist er? Das ist Kevin, okay. Kevin, mach das mal. Hier, geh mal hinterm Motorrad in Deckung. Ist der tot? Ja. Nein. Ey, Kevin, das war meiner. So. Kevin, nimm dir mir doch nicht alle Kills weg. Ja? Jawohl, genau. So habe ich mir das gedacht. Wo ist denn er? Da sind noch welche. Nee, das ist Kevin. Nee, oder? Bist du Kevin? Du bist Kevin. Okay, die lassen wir mal laufen. Wir gehen mal dem... wir gehen nicht mit dem Ding hier hinterher. Wo müssen wir denn hin? Au, ach da. So. So. Was macht sie denn da? Achso, sie hat Schmerzen. Okay, dann erlöse ich sie natürlich. Ich bin da selbst los. Ich jetzt hier machen. Also. Da, bitte sehr. Die lebt ja immer noch, die Uschi. So, ist doch viel besser, oder? Ein bisschen Gesundheit einsacken. So, da oben lümmelt einer rum. Ich hab gar keine... Okay, dann halt so. MP-Munition. Töte die Idols. Das ist ja relativ einfach. Bitte? Warum kann ich denn nicht... Nimm doch mal hier... Keep him coming. Wer ist das? Das ist Kevin. Okay. Warte mal, kann man hier... Warte mal, da hinten ist da noch so ein... Nee, da ist nicht mehr so ein Ding. Alles cool. Bin im Moment noch so ein bisschen damit am Ringen, die Umgebung hier zu... Was ist das ja?
zu meinem Vorteil zu benutzen. So, töte das Kollektivmitglied. Okay, töte das Kollektivmitglied. Ein Fußball! Wo ist das Kollektivmitglied? Da unten. Nicht treffe, sehr gut. Hui! Hui! Aua, das hat wehgetan, ne? Warum wechselt der jedes Mal die Waffe, wenn ich das mache? Oh yeah. So. Na, nicht die schönen Sachen kaputt machen hier. Und der letzte. Das war nicht der letzte. Ach, da ist es. Okay, oder es. Sie, er, sie, es. Au, Granaten. Hör doch auf damit. Hui. Hui. So, hat das was gebracht? Ich glaube ja. Ich sehe den nicht. Wo ist der Typ? Irgendwas getroffen? Bin mir nicht sicher. Ganz schön stabil, das Kollektivmitglied. Stirb jetzt. Freedom. Enemy down. Genau. That all of them? Yep. Das war ich nicht. So, Idols Bedrohung. Leiste. Warte mal, Freund am Boden. Wo denn? Ich versuch's. Oh, thanks for the rescue. I really owe you one. Ah, forget it, man. We're family. The idol said they were my family, too. Well, some families tie you to a chair so they can watch you explode, and others don't. Yeah. Thanks for being the second kind. Haben wir gut gemacht, oder? Finde ich. Idolsbedrohung. Ausgeschaltet. Bargeld. Mhm. Erfahrung. Was kriegen wir? Idols Sternenwerfer. Oh, warte mal. Neue Knarre, oder? Jetzt im Sammelobjekt zur Ausstellung in der Kirche, in der Toilette. Sehr schön. Kevins Kampfkraft und Gesundheit sind gestiegen. Und? Sehr gut. So, lass mal ganz kurz gucken. Was habe ich jetzt? Neue Updates. Sammelobjekte. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Sag mir. Tatsächlich eine Toilette gekriegt. Ich bin hochgradig begeistert. Die werden wir auch sofort aufstellen. Was ist da? Toilette. Hier haben wir die Kanone aufgestellt. Und die Toilette, die kommt hier in die Mitte. Nein, da kommt die nicht. Hier, da muss die hin. So. Da steht sie gut, falls jemand... Wir haben nämlich hier keine Toilette, falls sich der ein oder andere gewundert hat, ja? So, haben wir noch irgendwas gekriegt, außer einer Toilette? Die Playlist, das ist was Neues. Aufträge ist was Neues dazugekommen. Ich bin reicher. Und im Waffenshop müsste jetzt der Sternenwerfer sein, oder? So, lass gucken. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Idol Sterbe, erleben diesen atemberaubenden Spektakel, Blendgranaten mit Blitz und viel Knall. Ja. Warte mal, Nahkampf haben wir das, Pistole haben wir das. Warte mal, können wir mal bitte mal aufmunitionieren? Nein, können wir scheinbar nicht. Okay, ist das eine Nahkampfwaffe? Nein. Ist das eine Pistole? Nein. Ist das ein Gewehr? Nein. Ist das eine Schrotflinte? Nein. Ist das eine große Wumme? Probier die mal aus. Jetzt ausgerüstet. Blitzgasmus. Okay. Darf ich die mal kurz ausprobieren? Gib mir die mal. Ich muss die ausprobieren, aber dafür müssen wir hier rauslaufen.
Wie weit muss ich hier rauslaufen, bis ich das Ding benutzen kann? So, warte mal. Hübsch. Süß. Darf ich mal ausprobieren, ob das bei einem Auto eine Wirkung zeigt? Moment. Das zeigt so gar keine Wirkung beim Auto, ne? So, so überhaupt gar keine. Da hat es wahrscheinlich eher Sinn, wenn ich damit darauf dem Ding rumprügel. Ja, irgendwie schon. So, und während ich hier das Auto massiere, sage ich danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck, wahrscheinlich ist der eher so gegen weiche Ziele geeignet, der Blitzwerfer. Aber hier ist erstmal Aufnahmestopp. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Aua. Aua. Ha, nichts passiert.